condensar. Esto iba en el toldo, iba con el cuerda. Vielleicht bestimmt nur 40. Warum soll ich mir für Bushcraft? Für Ultralight nehme ich sowieso das, das Farb nicht mit. So, dann ja, muss ich die, die Heringe noch hier verstauen zu den schweren Heringen. Also jede Menge Heringe zusammen sind das hier über ein Kilo Heringe. Ein Kilo Heringe. Un Kilo de sardinas. One Kilo. More than one Kilo. Without the lightweight. And the lightweight is 158 grams. Okay, I have a few more. But you see the difference. Oh. So, here. This is pole sticks from the Gellert tent. Ein Vorteil des Gellert Zeltes, das ist ein Riesenvorteil, ist, dass man das Unterteil, das praktisch das Innenzelt, ohne das Außenzelt aufstellen kann. Ist zu klein. Und das ist also im Sommer oder so, kann man, hat man dann eine super kühle Angelegenheit. La ventaja que se puede poner aquí la, son dos, es doble, do, tiene doble, de, dos paredes y se puede poner la parte de abajo independientemente por la, con la de arriba. O sea, la de arriba se puede dejar prácticamente sin tejado. Y eso cuando hacen, haciendo mucho solo para los mosquitos, tiene protección y no pasa un calor. Karabiner abgemacht und fällt es auseinander. So. So, dann so, das war eine Kiste, die werde ich verwenden nur für Zelte. Da weiß ich, ob mein Zelt da in diese, das große Zelt da in die Kiste reinpasst. Oder entweder. So, jetzt habt ihr da nur ein Zelt gesehen. So, dann. Das waren alle großen Kisten. Jetzt kommen noch zwei, das sage ich mal extra, zwei zwei große Tüten und zwei große Säcke. Da sind die Schlafsäcke drin. Und zwar habe ich die getrennt nach Daune und Kunststoff, vuestro saco de dormir, pluma y no pluma, sleeping
backs down and not down. So these are a lot of camping and cheap sleeping bags, but not bad at all. Da habe ich jede Menge dann Schlafsäcke, die preiswert, aber nicht schlecht, nicht alle schlecht sind. So, was nochmal für die, die es vielleicht nicht so wissen und die einfach mal reinschauen, was der Vorteil ist von Daune und was der Vorteil ist von Kunststofffasern. Ist natürlich, die Daune hat einen riesen Vorteil und manchmal, ich komme gar nicht um Daune drum rum, weil man kriegt die Packmaße überhaupt nicht hin. Mit einmal die Packmaße mit den Kunstfaserschlafsäcken, die sind einfach riesig im Vergleich. Im Vergleich zu den Daunenschlafsäcken und dann das zweite ist noch ein Gewicht. Das Gewicht fällt da auch enorm ins Gewicht. Das ist, da ist einfach viel leichter und ich werde sogar bei meiner nächsten Buschlauftour auch Daune mitnehmen, weil ich einfach einen kleinen Rucksack habe, relativ klein. Ich habe viel zwar drumherum reingebaut, aber ich nehme eine Fließdecke mit für den Notfall. Gut. He dicho que prácticamente la diferencia entre pluma y no pluma es que primero el volumen que tiene el saco son gigantes los artificiales en comparado con pluma y luego el peso también. Y si lo hago yo, como hago yo ultralight, pues es imposible con no usando pluma. Y también lo voy a llevar para Bushcraft porque tengo una mochila pequeñita, tengo muchas cosas afuera que parecen gigantes, pero la mochila es pequeñita, no tengo otro remedio. So what the difference between down and not down, and is the volume, the pack size is from very little from down compared with a not down. And the weight is, you have a lightweight sleeping bag, very lightweight, and this is for bushcraft. So because I have a little bushcraft backpack, rucksacks, I must take down, I take a fleece, but not a fleece, English. So this is in this bag, this is these are sleeping bags, not down. So I have here one. This is for, I bought this. This scheint noch, der scheint noch ganz neu zu sein. Ja, nie benutzt. Das ist eine schon nuevo. Este es de niños. Se lo he comprado para mi hijo, que nunca él lo ha usado, porque no ha ido nunca. Es esto. Ah, te va a pasar. Ah, que ya. Estaba. Estaba en la van noch auf der Kompressionssack oder in den Beutel. This sleeping bag is for children, for my son. It's not down, so it's relatively big. I think a comfort temperature is 13 degree. Komforttemperatur 13 Grad. 13 grados. Y pesa
700, ya de niño, 810, 800 gram, 800 gram, de niños, de juveniles, o sea, aquí tiene todavía, puede crecer. I pay 70 bucks, he pagado 17 euros. I received an euro bezahlt bei Intersport. Das war jetzt nicht so ein Riesenschlag, sagt mitzunehmen, aber 800 Gramm. Das Problem ist, weil wenn die Kinder natürlich in so einem Riesenschlafsack schlafen, dass natürlich die Wärme natürlich nicht gut gehalten wird. Wir müssen natürlich einen riesen Raum erwärmen. Man kann sich dann abhelfen, eventuell, indem man so würde ich bei dem machen, das Fußteil zuschnürt, damit das Volumen kleiner wird. So. Ich tue mal einfach hier. Wahrscheinlich ist da hier. So, da haben wir das Säckle. 17,90 € Intersport. Und man sieht schon, wie groß er ist hier allein für Jugendliche. Aber eben für 17,90 ja, kann man nicht viel verlangen. So, ich lasse mal hier. Da habe ich hier. Das war mein erster richtiger Schlafsack. Este ha sido mi primer saco de dormir. Genau, denn die Lehrer, ich wollte mal festlegen, der ist zu klein. Da habe ich keine Ahnung gehabt. Ich weiß nicht, wo. Hier habe ich. Hier. Nee. Irgendwo habe ich dann das gefunden. Der ist zu klein. Hier. Da passe ich nicht rein. Der ist von der Weite. Von der Weite ist er viel zu eng. Das weiß ich jetzt. Und da habe ich auch bezahlt. IP, ich weiß gar nicht, ob es irgendwo noch gibt. Kunstfaser. Ganz wenig. Keine Ahnung. 15, 20 Euro, ich weiß nicht mehr. So, und 800 Gramm. Noch für relativ leicht. Steht hier angeblich 75 breit, keine Ahnung, der ist wahnsinnig eng. Komforttemperaturgrad ist hier angegeben mit 11 Grad, Temperatura 11 Grados. Tiene, aquí pone que es 75 de ancho, pero yo creo que esto es muy pequeño. Esto no tiene ni 75, no sé. Y this, you see the size is. It's not a compression sack, it's okay from the weight, 800 gram, for me too little, maybe for another boy or for children, okay, so I have this was my first one, very little, but then I have here, two sleeping bags, habe ich zwei Schlafsäcke, eins in grün, eins in blau, vom Aldi. Und zwar vom Aldi, ja, da haben wir es hier sogar mit Preis 14,99. 14,99 ist der Preis, Aldi 49,99 und Ultraleicht Schlafsack, ist relativ leicht, ist besser, klar, Temperaturbereich 9,2 Grad, ich sage immer Komforttemperatur, 0,2 Grados, 9,2 Degrees,
is relative, relative klein. Für neuen Kürzer, was ist neuen Kürzer? Das ist der Kompressionsschlafsack. Wiegt, was steht da? 900, relativ. Aber können wir ja wiegen. Und ich habe zwei, weil da kann man links und rechts schon zusammen, also einen großen Schlafsack machen praktisch. Die kann man links und rechtzeitig reißverschluss, tiene crema, uno tengo con cremallera un lado y otro con la cremallera en otro lado. So, I can put two together to one. So the way it is, okay. Oh, 1 Kilo 25. 1 Kilo 25 Komforttemperaturbereich von 9 Grad. Aber habe ich schon getestet, geschlafen, ist okay. 15 Euro gab es vor etlichen Jahren. Teflon Fabric Protector. So, das sind die ganz vernünftige, ganz sogar ganz vernünftige Kompressionsschlafsäcke, Größe L. Aber passt nicht in meinen Rucksack, für Buschkraften zu groß.